herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen. Der Sky ist am Start. Heute mit was Spezielles mit dem Greenlight-Video in großer Bad. So, wir haben heute mal darum gebeten, mal eine Aufnahme hier zu machen. Wir dürfen auch, darf ich mein Gesicht zeigen, ist gar kein Problem. Und zwar gehen wir jetzt in den Laden rein und gucken uns jetzt ein bisschen da um und würde sagen, wir zeigen mal ein bisschen mehr und dann würden wir uns auf ein Yu-Gi-Oh! Duell mal einfärben. Da kommt mal mit! Jetzt gehen wir einfach mal in den Matchraum, würde ich sagen. Und hier sind wir in den Matchraum. Hallo, ich bin erstmal. So, wir haben mich heute was vorbereitet. Wir machen nämlich ein richtiges Duell heute im Real Life, aber nicht mit mir, sondern mit zwei anderen Figuren. Und das zeigen wir jetzt. Zeit für ein Duell. So, das funktioniert doch nur, wenn davon, wenn du eine. So. Ich muss dafür keine Karte bezahlen. Nein, aber du musst eine Karte aus deinem Friedhof. Zwei weitere Karten verdeckt. Bis zu einer. Alles klar, dann aktiviere ich mal das Dojo. Eine Karte gezogen. Soll ich dir erklären, was das Karte bitte? Also jetzt habe ich. Okay. Das ist sehr. Also sammel. Sammel, genau, ich sammle jetzt ganz viel. Fangen wir mal so an. Mitsuhu. Bin gleich fertig. So. Das Ding nur als nächstes greife ich mit meinem Wort machen, er hat mit deinem Monster. Irgendeine Karte. Resonator-Effekt wird aktiviert, einfach pro Spiel, so kann er nicht durch Kampf zerstört werden. Alles klar, dann bin ich. Ich kann auch alle Artefakte. Ich bin, ich lege eine Karte verdeckt. Jedes andere Artefakt 2 Schaden. Ja, nicht so. Ja. Ganz kurz, mal gucken, was ich jetzt noch machen kann. Ich krieg auf jeden Fall nicht die 7 Mal anzünden. Ich kann mir aber, ich sag jetzt mal, ich aktiviere faszinierender Kreis. Ja. Deinen Rotdrachen, Erzunterwälder und aktiviere noch finstere Pläne. Du kannst entweder eine Karte abwerfen, um zu annullieren, oder wir legen 2 Karten ab und ziehen dafür 2 neue. So. Wir ziehen 2 neue. Ach ja, das Ding ist. Weil du halt auch sehr langsam. Ja, das tut mir, wenn du deine Schnellste mal zu. So. Ich kann jetzt Pinö. Er kann ja nicht angreifen, damit er ja zerstört. Er macht ja nichts. Er kann nicht angreifen. Nee, zerstört wird er nicht. Er kann einfach nur nicht angreifen. Aber dann wird das eigene Effekt. Wenn er nicht angreifen kann, dass er dann zerstört wird. Richtig. Oder alle Monster, die nicht angreifen, werden zerstört. Ich hab die beiden und hole mir. Während meiner Ansicht zerstört alle anderen Monster, die du kontrollierst, die du zu kurz angegriffen hast. Also wenn er angreift, wenn er sonst nicht angreift, werden die zerstört. Ach so, ja. Okay. Sanji? Muss mir recht geben, ne? Will er eh jetzt zerstört? Nee, er kann ja nicht an. Ja, bleibt. Ja. Jede Karte, die ich gezogen habe, du bist. Mana bekommen. Oh, wir sind aber trotzdem. Ich versuche meinen Soldat der Erzunterwälder im Angriffsmodus. Geht nichts, was feiern. Also wir gemeinsam sind stark. Geht. 1100 mehr, hat er jetzt 3600. Ja, 1600, Entschuldigung. Hat er jetzt 3700. Nee, 3500. Und damit zerstöre ich deinen Sanji. Autsch, 1700. Und dann kann ich gucken, nichts mehr. Bevor ich dann. Ah, ich hab gerade einen Fehler gebaut, aber. Egal. Stehen jetzt Rauchzeichen? Ja. Amt der 6. Du bist halt das Exil, sag mal. Ach, stopp, ich bin blöd. Stehen jetzt Rauchzeichen? Was soll denn jetzt rein? Der eben gestört. Da kannst du dann 6 am Reimanns auf die Hand nehmen, oder was? Ja. So. Ich
extrem offen. Das Problem. Ja, wie gesagt, also hätte ich... Also ist nicht ich habe das Glück gehabt, dass ich das Ding halt dabei gehabt. Wenn ich den hier nicht gezogen hätte... Das wäre egal gewesen. Ich hätte nur einmal mehr haben müssen, dann wäre mein... Ah, ist ja gut. Das heißt, ich hatte einen Fehler gemacht. Das ist gut für mich. Und der wäre dann so dick geblieben. Der wäre flussiger gewesen. Also, das hängt mit dem Angaben. Ja. Du bist. Ich wusste ja nicht, dass ich so arg Manas Blut habe. Da habe ich nicht nachgedacht. Eine Karte verdeckt im Verteidigungsmodus und greift in meinem Soldat der ersten Tabelle. Ja, weil ich weiß von mir. Du machst mir auch keinen Schaden. Doch, gleich. Und damit bist du. Okay. Hand der 6. Die Sahn Spezialbeschwörung. Ja. Effekt. Ich opfere ihn, zerstöre ihn. Und dann greife ich dein Verdeckungsmodus mit 1-8 an. Und dann bist du. Damit ich eine Karte verdeckt, ob von meinem finsteren Resonator und rufe dafür finsteren Observator im Angriffsmodus. Wer kann? Da ich vier oder mehr Monster, also da ich vier finsternis Monster mit unterschiedlichen Namen Friedhof habe, kann ich ein finsternis Monster opfern, um ihn als Spezialbeschwörung zu beschwören. Ach, schön. Gerade und damit greife ich dann deinen Katzian an. Verliere ich. Kann ich kann. 1000. Aktiviere ich diese Karte und rufe ihn als Spezialbeschwörung. Das sind nur Spielsterne. Das ist ein Feinkart aktiviert, ne? Ja. Hier ist eine Kette. Das ist eigentlich eher ein Abwehrwitz. Oder so ein Abwehrwitz. Und weiter. Das ist auch kein Nur draußen. Ja. Ja, deswegen. Ich hab halt. Okay, ich glaub, das Duell ist so gut wie draußen. Ich hab doch den letzten. Also, ich tappe das Teil. Ich hoffe, Verkörperung von der Probis rufen mein Silber, Kriegsritt der finsteren Welt. Das ist ganz normal. 2-2. Ich greife mit meinem Silber an. Und 2005 weg. Ja, das dann dürfte. Kannst du das jetzt eigentlich geldlos machen, oder? Du kannst zwei Karten, kann ich das Ding hätten könnt. Sprengen. Wie war's? Und dir einen Schaden zufügen. Ja, das ist. Nein, du bist. Ich ja. Verdammt. Ich hätte. Und jetzt. Ich hab doch hier Hand und so. Ich hab gewollt. Shit. Head up. Ja, das war ein wunderschönes Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass er gewinnt. Ich habe eigentlich eher gedacht, dass er verliert, weil er voll der Noob ist und so. Nein, wir bedanken uns fürs Zusehen, natürlich für alle anderen auch, die uns da mitgemacht haben. Das war einmal der Axios. Aber jetzt mal ein bisschen wie ihr. Stefan. Okay, das war fair. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, macht was ihr wollt, ist mir egal. Wenn ihr noch weiterhin mal sowas sehen wollt, dann schrotet es in die Kommentare. Mal gucken, was sich damit lachen lässt, ob wir auch mal gegen andere spielen dürfen. Ansonsten machen wir jetzt mal einen kleinen Schnellrunddurchgang und dann würde ich sagen, war's das für heute.